hier rein in die Lüfter. Nach oben geht's. So. Geh mal ins Licht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Eher weniger. Ich springe mal hier vorbei. Oh, Kacke. Da wird jetzt hier wirklich Verfolgungsjagd der feinsten Art. Treppe runter. Ja. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Lass mich jetzt mal. Ja, um die Ecke begebe. Treppe runter. Und hier wieder links. Oh oh. Ja, gut. Dann müssen wir wieder auf den Tisch drauf. Na, das freut mich doch. Müssen wir hoch auf den Tisch. Na, schöne Wurst. Kotschak spielt GTA. Ja. Na komm. Ich brauche vielleicht ein bisschen Vorsprung hier. Na komm. Duck dich durch. Und hier die Treppe runter. Haarscharf. Und ups. In die Ecke. Am besten bevor die Schränke umfallen. Und definitiv bevor die kommen. Ah, fuck. Aha. Verkackt. So ein Dreck. Das wär's gewesen. Aber ein epischer Verfolgungskampf, Verfolgungsjagd. Richtig episch. Das sieht ja mal schön aus. Hier ein kleines Lichtlein anzünden. Kurz durchatmen. Und los. Da liegen sie schon. Eben haben sie noch gegessen. Da liegen sie jetzt alle auf einem Haufen gestapelt. Mittagspause oder was. Ups. Sieht das nicht toll aus? Gerade am Ende. Aber den Tisch noch, wo die dann hinten merken. Also, ich meine, für mich sieht es jetzt gerade nicht so toll aus. Ich bin jetzt hier sehr konzentriert darauf, nicht zu sterben. Ich kann das gerade nicht wirklich genießen, aber gerade die Szene hier, das ist doch der Wahnsinn. Und hops! Sehr gut. In Sicherheit. Erstmal. Ab durch den Spalt. Und da geht's weiter, oder was? Oh. Leidet unter Hunger. Sprinten nicht mehr möglich. Sie hungert. Was können wir tun? Es gibt nichts zu essen für uns. Die großen Herren haben einiges zu essen. Was gibt's für uns? Nix. Nicht ein kleiner Fetzen bleibt uns übrig. Magst du mir die Wurst geben? Och nein! Die Wurst, Six, die Wurst! Was? Der arme kleine Gnom.
Der hat eine Wurst in der Hand gehalten. Ich meine, ich weiß, woraus die gemacht, wie die gemacht werden. Woraus weiß ich nicht, aber doch woraus wahrscheinlich auch, aber eine Wurst. Und jetzt hebt sie auch noch auf. Die Wurst war nicht so lecker für dich, oder was? Konntest du nicht essen. Dem einfach die Wurst aus der Hand zu reißen. Da wäre das Männchen bestimmt traurig gewesen, wenn du ihm die Wurst weggenommen hättest, aber ja, ich sag's mal so. Oh. The Lady. Ich sag's mal so, das wäre ihm, glaube ich, lieber gewesen in der Situation. Okay, kommen wir hier mal die Tür. Können wir doch bestimmt machen. Die Fahrstuhl öffnen. Ja, sehr gut. Ich weiß bloß nicht, ob wir das wollen. Okay. Rein in den Fahrstuhl. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Der Gästebereich. Und den Gästebereich abgeschlossen. Ein weiterer Bereich zu Ende. Sehr schön. Okay, ich nutze mal kurz die Gunst der Stunde. Ja, sehr gut. Six mit Topf verkehrt rum auf. Das erinnert mich hier an, sag schon hier, die Geschichte hier, die, war das Astrid Lindgren? Nee, ich glaube nicht. Warte. Ich glaube, das war sogar Astrid Lindgren. Hier, Michel aus Nönneberger, der hier seinen Kopf in den Topf gesteckt hat. Kennt das einer von euch? Könnte ich, würde sagen, jetzt haut mich, wenn's falsch ist, aber ich würde das so sagen. Astrid Lindgren. Okay. Gehe ich mal hier hinein. Okay. Da steht die Lady am Spiegel. Die Madame. Uha. Das ist nicht gut. Die ist böse. Das hört man vielleicht nicht zu nah rein. Ich glaube, wir müssen da rein, aber. Okay, was machen wir jetzt? In den Schrank vielleicht. So, hier dürfen wir auf keinen Fall hin. Können wir hier irgendwie hoch? Auf den Wäschestapel. Okay, da können wir nicht hoch. Was sind sie denn da Schönes? Ich sehe nichts. Was machen wir hier? Okay, irgendwie müssen wir da durch. Wahrscheinlich ins nächste Zimmer. Hinter den Puppen lang vielleicht. Können wir die Puppen irgendwie verschieben? Hinter den Puppen. Okay, da können wir nicht lang. Müssen wir da überhaupt lang? Meine Tastatur knatscht ein bisschen. Das ist eine Blechtastatur. Okay, vielleicht hier irgendwie lang. Nee, das schaut schon so aus, als müssten wir da durch. Wir brauchen einen Schlüssel für die untere Tür. Wie stellen wir das jetzt an? Wunderschön summst du da. Aber wie kommen wir jetzt an dir vorbei? Du willst uns scheinbar nichts Gutes. Auf die Wäscheberge können wir drauf klettern.
ist möglich. Aber was wollen wir da? Können wir irgendwie auf den Schrank rüber? Das wäre eine Sache. Aber was wollen wir auf dem Schrank oben? Tja, können wir einen Stapel Wäsche mitnehmen? Können wir nicht. Normalerweise würde ich mich dann die Puppen verstecken. Da kommen wir auch nicht links. Können wir die irgendwie ablenken oder so? Verdammt! Da hat sie uns erblickt, die Magierin. Die Hexe. Okay. Vielleicht, wenn sie guckt, gleich wieder schnell zurück. Schnell fliehen oder was? Ne, die kriegt uns, die kriegt uns sofort. Vielleicht ducken oder so, wo müssen wir lang? Irgendwie müssen wir halt da durch. Die Hexerin. Okay, wir können uns auch nicht mehr bewegen. Tja, was machen wir jetzt hier? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Okay. Hier unten vielleicht irgendwas mitnehmen. Die Tür ist fest verschlossen. Okay. Was bringt es uns, wenn wir hier hochklettern? Gar nichts, da können wir nicht hoch. So, hier zurück. Sind wir wieder beim Eingang. Tja. Irgendwie müssen wir da durchkommen. Können wir uns als Puppe irgendwie verkleiden oder so? In so eine Puppe hineinschlüpfen? Eine Puppe mitnehmen und tragen? So den großen Manteltrick wahrscheinlich. Einfach so. Da bräuchten wir noch zwei weitere, da bräuchten wir noch die Gnome dafür. Kleinen Gnome. Da stellen wir vier Gnome übereinander und Sieg stellt sich oben drauf und dann machen wir den Manteltrick. Ich bin ein erwachsener Mann. Bin kein Kind. Sicher, dass wir keine von den Figuren mitnehmen können. Verschieben. Einfach vor uns her schieben, dass er uns nicht erblickt. Alternative wäre ja auf den Schrank draufsteigen. Und wozu muss das ja hier gut sein? Es muss ja programmiert für uns sein, dass wir hier hochklettern. Kann auch kompletter Blödsinn sein, aber... Au. Langsam geht's aber auch auf den Senkel. Immer die gleichen Tonfolgen. Klingt fast schon wie eine Sirene.
Hier kommst du nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Aber hier sehe ich nichts. Was will der Spiegel wieder von uns?